Ich grüße euch. Ich grüße auch mein schwarzes Gold. Aber da muss die jetzt sein, weil ich habe die ganze Nacht im Wasser geplanscht. Für euch. Was hier auf dem Tisch liegt, ist ein, sagen wir mal, experimenteller Prototyp. Ich habe nämlich nichts anderes gemacht, als mal geschaut, lässt sich ein herkömmlicher und bereits gut performender Kühler für so einen Ryzen 3000 noch irgendwie optimieren. Da kann man ja die Wasserwege so ein bisschen umgestalten, kann dann zum Landschaftsgärtner werden und sagen, okay, ich brauche dann hier ein bisschen mehr Wasser und dort ein bisschen weniger, machen wir hier eine kleine Wüste und da setzen wir alles richtig voll unter Strom. Ja, mit einem ganz interessanten Ergebnis, aber da komme ich noch drauf. Das will ich ja jetzt vorab nicht spoilern. Haben wir also hingesetzt und ihr kennt ja das letzte Video, wenn nicht, guckt euch erstmal an. Für die Aufwärmphase eines Ryzen 3000 habe ich ganz normal einfach da den Heatspreader mal abgefilmt. Den hatte ich eingerostet und das Ganze mit einer Infrarotkamera überwacht und haben mal gesehen, wo genau die Hotspots entstehen können und was das eventuell für Auswirkungen auch auf einen Wasserblock, also auf die Kühlung hat. Und ich habe mich dummerweise beim letzten Mal versprochen, es ist einmal von 180 Grad Drehung geredet, ne, mit dem Intake und dem Outtake. Ich meine natürlich 90 Grad. Tut mir leid, bitte ich um Vergebung. Ich habe es auch im Artikel schon beschrieben gehabt. Kann ja mal passieren. Also 90 Grad von horizontal auf vertikal natürlich. Alles andere ergibt ja auch keinen Sinn. So, dann haben mich natürlich die Leute auch gefragt, ja, was meinst du jetzt für eine Einbaurichtung? Auch das werde ich euch noch kurz beschreiben, damit wir mal ohne Irrung und Wirrung durchs Video kommen. Fangen wir aber erstmal beim Grundsätzlichen an. Wo sehe ich jetzt hier noch einen Optimierungsbedarf oder Möglichkeiten? Und um das rauszubekommen, brauche ich ein Testsystem. Und das muss alles auch vergleichbar sein, weil das Problem ist, wir bewegen uns hier bei Temperaturdifferenzen so um 1 bis 2, vielleicht auch 3 Grad, also Kelvin, nicht mehr. Also wir haben eine Temperaturdifferenz, die ist relativ klein. Und um das wirklich belastbar messen zu können, muss man natürlich so exakt und reproduzierbar wie möglich arbeiten, weil ich ja sonst schon allein einen Toleranzbereich von, na, sagen wir mal, 1-2 Grad habe. Und dann ist alles das, was ich dann gemessen haben will oder denke, dass ich es gemessen habe, Humbug. Das ist zu ungenau und es ist nicht belastbar. Dann habe ich mir überlegt, okay, wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, den Durchfluss zu regulieren. So, jetzt habe ich den Chiller genommen und habe die Temperatur fürs Wasser auf 22 Grad festgelegt. Raum hat sowieso 22 Grad, man muss ja auch kurzärmlich ein bisschen rumsitzen, sodass dort schon mal eine ordentliche, reproduzierbare Umgebungstemperatur und Wassertemperatur herrscht. Da habe ich mir überlegt, wie machen wir das mit dem Durchfluss? Ich brauche ja auch den Chiller und beim Chiller habe ich da so einen kleinen Umweg reingebaut. Man kann die Pumpe nämlich auch abschalten durch ein separates System ersetzen. So, dann zeige ich euch jetzt mal, das ist original. Hier habe ich jetzt diesen originalen Messaufbau. Ich habe übrigens auch einen Ryzen 9 3900X verwendet, damit wir mal zwei Dice drin sehen und damit wir auch ein bisschen mehr Verlustleistung bekommen, weil genau bei 65 Watt ist es Wurst, was ich da oben drauf klebe. Das kann man ja fast schon mit dem nassen Finger kühlen. Also wir brauchen schon mal eine richtige CPU, die natürlich auch richtig Ballett macht, damit das Ganze auch ein bisschen praxisbezogener rüberkommt. So, das ist das normale System mit dem Chiller. Als Motherboard habe ich diesmal ein MSI Mac X570 Ace genommen. Stört mich nicht, ich habe das also relativ frei hier oben, den ganzen Bereich, damit ich das schön abkleben kann. Ich habe also auch die CPU mal ringsrum ein bisschen abgeklebt. Na, man schmoddert ja dann doch mal mit der Wärmeleitpaste. Und ich habe jetzt, damit das Ganze einigermaßen ordentlich und reproduzierbar bekommt, die Menge der Wärmeleitpaste mal, da habe ich ein kleines Häufchen drauf gemacht, ne, also diese Klecks-Methode, und habe mit einem Plexi, das wird übrigens auch noch Bestandteil eines weiteren Videos sein, einfach mal diesen Plexi-Block aufgelegt. Der hat also auch die Bohrung so genauso für diesen Sockel, für die Befestigung von dem Kühler. Und habe mit einem Drehmomentschraubenzieher einfach mal getestet, welchen Drehmoment, also welchen Druck muss ich hier auf diesem Befestigungssystem, auf den einzelnen Schrauben ausüben, damit sich die Wärmeleitpaste optimal verteilt und damit ich auch vor allen Dingen jedes Mal denselben reproduzierbaren Druck habe.
So, und das habe ich hier mal festgelegt, das sind 0,35 Newtonmeter für dieses Befestigungssystem. Dann habe ich auch getestet, man kann auch mehr nehmen, also 0,4, 0,45 Newtonmeter. Allerdings habe ich dann schon das Problem, dass ich natürlich das Mounting-Kit ein bisschen biegt, der Druck also nicht zwingend größer wird und beim zweiten Mal festschrauben dann natürlich das Ding schon gebogen ist und dann muss ich noch weiter drehen und noch weiter drehen und dann kommt man da in so eine Endlosschlaufe. Genau deswegen habe ich auch kein Kit genommen, was so Stopper hat, also wo man dann mit Ende Gewinde ist Ende Gelände dann sowieso ans Ende kommt, weil spätestens nach dem fünften, sechsten, siebten Mal festschrauben ist der Druck nicht mehr der gleiche wie beim ersten Mal. Also nimmt man einen Drehmomentschraubenzieher und dann klappt das auch mit der Messung. Habe ich verschiedene Durchflussmengen getestet. Natürlich die Silent Fanatiker 40 Liter pro Stunde, dann habe ich getestet 80 Liter pro Stunde, 120 Liter pro Stunde und natürlich mit dem Chiller, mit der Originalpumpe kommt man dann locker mal auf 600 Liter pro Stunde. Da sind ja dann schon Wasserfontänen, also eine richtige Wasserspülung. Da kriegt man dann auch den Radiator und alle Schläuche und alles wieder sauber. Tja. Aber es war interessant zu sehen, ab welcher Durchflussmenge, also unterhalb welcher Menge, ich dann doch vielleicht den einen oder anderen Unterschied sehe. Oder andersrum gesehen, ab einem bestimmten Durchfluss ist es eigentlich schnurziger, wie dieser kleine CPU-Kühler drin aussieht. Das kann ich euch ja schon mal spoilern. So, jetzt schauen wir uns mal die Wirkungsweise von so einem Wasserkühler an. Ja, für all die, die es noch nicht gesehen haben. Schauen wir doch mal drauf. Und dann habe ich ja dieses Teil einfach mal aufgemacht. So, dann zeige ich euch das mal im Großen. So, so ein Wasserkühler, selbst wenn ich jetzt links und rechts so In- und Outtake habe, ist natürlich nicht asymmetrisch verteilt, sondern das Ganze kommt vom Intake, egal wo der sich befindet, bei allen aktuellen Wasserblöcken oder bei den meisten zumindest, erstmal in die Mitte, also in das Zentrum der ganzen Geschichte. So, und hier unten drunter seht ihr auch, es ist die Platte mit diesen Mikrokanälen, also die sogenannte Cold Plate. Da habe ich jetzt natürlich eine Flussrichtung. Und wenn ich das in der Mitte einspritze, muss ich es ja dann an den beiden Rändern auch logischerweise wieder rauslassen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich es in der Mitte einspritze, habe ich links und rechts eigentlich relativ wenig Druck. Also da ist auch der Wasserkontakt niedriger. Deswegen legt man hier so ein Blättchen ein und dieses Blättchen hat einen länglichen Schlitz. Und durch diesen Schlitz verteilt sich das Wasser fein von links nach rechts, damit es auch gleichmäßig durch alle Mikrokanäle gleichzeitig durchläuft. Das ist soweit die Theorie. Und das kann man natürlich in der Praxis ein bisschen damit spielen. Genau das habe ich ja auch gemacht und jetzt schauen wir uns mal vier Varianten an, wo ich mir überlegt habe, ach, wir könnten ja mal versuchen, wenn wir uns daran erinnern, dass der Hotspot natürlich da außen liegt. Der ist ja nicht mehr in der Mitte wie bei einem normalen Teil, sondern wir haben das hier außenseitig. Und überlegt, was kann man jetzt machen? So, dann habe ich die Variante 1. Ich habe hier die vier Plättchen rumliegen. Das habe ich mal Deichgraf genannt. Da habe ich nichts anderes gemacht als hier so eine kleine Erhöhung. Das heißt also, das Wasser, was hier auftritt, hat an so den einen oder kleinen Berg zu überwinden, damit es überhaupt da reinplubbert. Das ist auf der Seite oder für die Seite mit diesem IO-Dial. Die andere Seite, da wo sich die Chiplets befinden, die habe ich einfach, die ist original. Also hier kann es ganz normal frei durchlaufen. Bei dem anderen wird es ein bisschen ausgebremst. Das ist eine sehr geringfügige Änderung. Muss man schauen, wie das Ganze performt. Dann ist das hier mein Lieblingsmodell, das ist der sogenannte Nasenbär. Das ist so eine kleine viertelste Pipe. Da läuft das Wasser von der Mitte direkt wie auf so einer kleinen Schanze und wird in die Richtung meiner Präferenz, also dieser Dice geleitet. Es ist natürlich auch ein Schlitz in der Mitte drin, damit nicht das ganze Wasser dort rechts verschwindet und links nichts ankommt. Also ein bisschen kann hier dann schon noch durch diesen restlichen Schlitz. Für das IO-Dial mit dem paar Watt Verlustleistung reicht das locker aus. Ja, dann habe ich das gedacht. Dann habe ich hier unsere Freunde von GTA, also ein Baseballschläger. Da habe ich einfach hier so eine Öffnung, wenn man die sich mal anschaut, die ist über dieser Seite mit den Dice ein bisschen größer, auf der anderen Seite ein bisschen kleiner. Das heißt also, wir schicken hier mehr Wasser in diese Richtung. Es hat auch den Vorteil, dass ich hier keine Verwirbelung oberhalb erzeuge. Der Nasenbär, der macht natürlich hier richtig Ballett, weil das Wasser, wenn es hier oben auftritt, dann spritzt der Schutt nach links und rechts. Muss jetzt auch nicht zwingend gut sein. Wir werden ja dafür messen müssen. Ja, da habe ich noch als letztes Muster hier die Regenwalddusche. Das ist nichts anderes als
das originale Plättchen mit diesem länglichen Schlitz. Da sehen wir auch noch mal richtig schön. Und jeder Menge weiterer Löcher. Ja, diese weiteren Löcher, die sollen dann quasi also da diese Kanäle besser bespaßen und bewässern. Muss man gucken, inwieweit das dann mehr bringt oder eben auch gar nichts. So, da habe ich mich hingesetzt und habe jeweils 15 Minuten laufen lassen. Nun ist es so, mit einer konstanten Wassertemperatur passiert da nicht viel. Es wird natürlich noch eine innere Erwärmung da im Sockel geben, also alle die Bereiche, die man nicht kühlen kann. Deswegen habe ich es exakt mit 125 Watt mal eine Viertelstunde durchlaufen lassen. Ja, wie kommt man auf 125 Watt? Precision Boost Overdrive, das ist eine relativ einfache Geschichte. Geht man halt ins BIOS und sagt, so, du BIOS, du lässt jetzt bitte mal nur 125 Watt auf den Sockel. Das ist also die Power, die letztendlich dort in dieser CPU landet, einmal fürs Chiplet. Das ist ja das, was wir auch als CPU-Power da bezeichnen. Ja, was haben wir in dem Package noch? Wir haben in dem Package natürlich noch SoC drin. Und dann nimmt man halt diese Package, das Package Power Tracking, PPT. Das ist nicht unser Powerplay Table, sondern es ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen kann, ich möchte auf dieser CPU die Gesamtleistungsaufnahme am Sockel auf exakt 125 Watt natürlich begrenzen. Kann man machen. So, wenn man ein Motherboard hat, und deswegen habe ich mir dieses X570 Ace von MSI genommen, dann sollte man natürlich auch diesen Sensorwerten vertrauen können. Auch da hatte ich ja ein Video gemacht, wo es letztendlich darum ging, welches Motherboard bietet mir welchen Sensorwert an. Ich brauche mal einen Kaffee, sonst schlafe ich hier vor laufender Kamera ein. Also das Board macht das relativ exakt. Also ich kann mich zumindest auf diese Package Power verlassen. Die habe ich nochmal Plausibilitätstest, muss man ja immer machen. Habe ich ja nochmal nachgemessen und festgestellt, also das klappt so aufs halbe Watt genau. Also dieses Board gibt zumindest ordentliche Sensorwerte aus und genau deswegen habe ich es auch genommen. Will ja heute hier keinen Schönheits- oder Elegantheitspreis gewinnen. Es muss halt funktionieren und genau das tut es nämlich auch. Ja, das Ding draufgepackt, diese riesen fette CPU und habe mal geguckt, Leute, was passiert jetzt? So. Ja, was ist passiert? Jetzt zeige ich euch mal die Tabelle der Messergebnisse. Und die muss ich gar nicht weiter groß kommentieren. Also wir sehen, dass bei 600 Liter pro Stunde eigentlich alle Werte gleich sind. Wer jetzt hier Nachkommastellen da erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich habe es aus gewissen Gründen nicht getan. Ich habe also immer kaufmännisch gerundet, weil ich sage jetzt mal 0,3 Kelvin bzw. 0,3 Grad. Na, man gibt ja die Temperaturdifferenz geläufigerweise in Kelvin an, nicht in Grad. Ja, das ist im Bereich von irgendeiner Messetoleranz. Also das kann man jetzt nicht so genau hinbiegen, weil selbst der Chiller mit dieser Temperaturregelung, man ist immer so kurz drunter oder drüber, auch wenn ich mir die Hysterese ein bisschen kleiner gemacht habe, man wird es nie hundertprozentig genau treffen. Ja, die Messfühler haben ja auch noch so ein kleines Delta da drin, wo man sagt, okay, es wird differieren. Es ist natürlich immer dieselbe Differenz, ist klar, weil es immer derselbe Messfühler. Trotzdem, wenn man eine gewisse Ungenauigkeit hat, man ja immer, die muss man damit einpreisen. Deswegen habe ich es mal ganzzahlig gerundet. Und wenn wir uns jetzt diese Tabelle wirklich mal so vor Augen führen, dann werden wir feststellen, gewonnen hat einzig und allein unser Freund Nasenbär. Was aber eigentlich auch daran liegt, ja, wenn wir nämlich mal schauen, bei welchem Durchfluss er überhaupt so besser performt, dann liegt das nur bei, also man sieht es nur bei den sehr geringen Werten. Also wenn ich jetzt einen Durchfluss habe von 40 Liter pro Stunde, dann kann das Teil durchaus was bewirken. Nur wenn man jetzt mal ehrlich sein muss, und dann muss man ein bisschen weiterdenken, es ist jetzt nicht deswegen, weil jetzt hier vielleicht im Kühler die Geometrie besser ist, das Ganze jetzt der Kühler plötzlich die Performance-Steigerung seines kurzen Kühlerlebens da vollbringt. Nee, es wird einfach da herrühren, wenn wir nämlich mal schauen, dass bei 80 Liter pro Stunde das alles schon wieder viel gleicher aussieht. Dann ist es nur letztendlich eine Erhöhung des Durchflusses über den Bereich, wo sich diese Chiplets befinden. Das heißt, rein theoretisch schreit eigentlich diese CPU nach ein bisschen mehr Durchfluss. Hier wird man jetzt also bei den 125 Watt plus mit diesen 40 Liter pro Stunde nicht mehr optimal hinkommen. Es reicht natürlich für ein Silent-System immer noch aus. Also wir reden hier, wenn wir schauen, mal um Temperaturunterschiede, so um die 2 Kelvin, das ist jetzt, oder meinetwegen 3, aber das ist ja nun nicht viel.
Das ist jetzt nicht weltbewegend. Das sind Peanuts, das sind Kleinigkeiten. Aber wir sehen zumindest, also hier mit diesen Plättchen bin ich jetzt in der Lage, ja, auch bei einem geringen Durchfluss natürlich jetzt meine CPU-Kühlung ein bisschen mehr zu optimieren. So, das war es im Prinzip schon. Und wenn ich jetzt mir das Ganze nochmal so von meinem geistigen Auge anschaue, dann überlege ich, okay, machen wir nochmal die Probe aufs Exempel und machen den Gegentest. Ich lasse das Originalplättchen, haue ich wieder rein. So, und jetzt nehme ich aber nicht das Loch in der Mitte, sondern ich meine, dieser Kühler, der besteht ja noch aus mehreren Teilen. Und ich sehe zum Beispiel hier oben, hier auf dieser Seite ist jetzt also quasi mein Intake. Zeige ich das mal groß, ist viel besser. Und dann habe ich das mittlere Loch, was dann letztendlich auch, das geht dann hier so rum, auf diese Plättchen zeigt, auf dieses Plättchen zeigt, versetzt. Ich habe einfach direkt unter dem Einlass vom Schlauch, also unter der Compression, das Loch gemacht und habe das zweite Loch in der Mitte einfach zugemacht, ne, mit Sekundenkleber da, na, Loctite. Habe ich da so ein schön ein Stückchen Plastik drüber geklebt und von der anderen Seite, damit es mir das nicht runterdrückt, noch schön mit Heißkleber das Loch wieder zugefüllt, sodass es wirklich hundertprozentig dicht ist und mir da auch kein Schmodder irgendwie ins Wasser gerät. Das ist also auch schön ausgehärtet. Dann habe ich mal probiert. Was passiert, wenn ich jetzt das Wasser direkt da auf dieser Stelle drauf jage? Und da habe ich natürlich dann für diesen Zweck ein anderes Plättchen genommen, nämlich das hier, unseren Baseballschläger, damit das Wasser auch an dieser Stelle möglichst ja, dominant da durchplätschert und richtig Druck macht. Auch das hat funktioniert. Dann habe ich mich da so hingesetzt und gemessen wieder die Viertelstunde. Und dann sind mir die Augen rausgefallen, weil im Endeffekt besser als unser Freund Nasenbär funktioniert es eigentlich auch nicht. Und auch deswegen wieder, weil ich einfach nur dort diesen Durchfluss ein bisschen erhöhen konnte. Also Leute, dreht die Pumpen nicht immer so bis ins Nirvana ganz runter. Ein bisschen Druck, ein bisschen Durchfluss braucht so ein System, weil sonst findet ja auch kein richtiger optimaler Wärmeaustausch statt. Also wenn man es da so langsam vor sich hin plöppern lässt und dann wird das einfach alles zu warm, dann habe ich ja auch Wassertemperaturen, die mir so nicht gefallen. Man muss wirklich versuchen, für sein System einen optimalen Durchfluss auszuprobieren. Das kann man vorher schlecht berechnen. Man kann das auch von System zu System sehr schlecht transportieren, indem man sagt, jetzt generell sind jetzt 30 Liter ausreichend oder ich habe 60 Liter pro Stunde oder der andere sagt, ich brauche aber auch mindestens 100, weil sonst kann ich nicht ruhig schlafen oder spielen. Das wird man von Fall zu Fall einfach in seinem eigenen System ausprobieren müssen. Und wenn man die ein bisschen hoch und runter dreht, die Pumpe, und mal gucken, was passiert. Das mal so als kleine Zwischenbemerkung. So, dann wird sich jetzt jeder fragen, ja, aber wo hast denn du jetzt diese da von 4 Kelvin, also 4 Grad vom ersten Video her? Dann, es gibt da noch so eine kleine Ausnahme, das sind nämlich unsere All-in-One Kompaktwasserkühlung und auch ältere Wasserblöcke. Und ich hatte euch ja schon den Unterschied gezeigt, wenn man sich diese CPUs mal anguckt. Und das Ganze hatte ja auch Corsair ja jetzt, ich habe also ein kleines Video gemacht und hatte ich also diesen tollen Corsair-Koffer ausgepackt, dass die Hersteller für unterschiedliche CPU-Größen auch unterschiedliche Wasserblöcke produzieren. Dann hat man gesagt, okay, Mainstream, scheren wir zum Beispiel Sockel 1151, also die aktuellen Intel-CPUs und die Ryzen mal über einen Kamm. Das hat bis zum Ryzen Generation 2 ja ganz gut geklappt, weil im Prinzip die Chips, auch wenn der Ryzen in einem viel größeren Package sitzt, also auch der Heatspreader deutlich größer ist, aber ja, der Hotspot mehr so in der Mitte. Und also meine Datei ist jetzt nicht so viel größer von so einem Ryzen 2700X als meinetwegen das gesamte Gehäuse von so einem Core i7 8700K, mal abgesehen davon, dass da noch Wärmeleitpaste eine Rolle spielt bei der kleinen Intel-CPU. Das passt dann auch mit einem etwas kleineren Wasserblock noch relativ ordentlich. Nur ist es jetzt bei einem Wasserblock so, wichtig für die Performance ist ja die aktiv gekühlte Fläche, also im Prinzip auch innerhalb dieser Cold Plate, also dieser Kühlplatte, dieser Bodenplatte in diesem Kühler. Es ist die Fläche, wo wirklich die Mikrokanäle lang gehen und wo das Wasser durchläuft. Alles andere ist zwar meinetwegen Kupfer, aber es ist toter Bereich. Also da ist keine aktive Kühlung, da muss dann wieder geguckt werden, wie kriege ich die Wärme weg. Und das drückt meine Performance natürlich deutlich nach unten. Jetzt muss man gucken, bekomme ich in meinem Wasserblock oder im Wasserblock meiner Wahl überhaupt den Hotspot meiner zu kühlenden CPU unterhalb dieses aktiv gekühlten Bereichs.
Solange das Ganze funktioniert und auch die CPU, also diese ganzen heißen Bereiche, unterhalb dieser Mikrokanäle befinden, da kann ich auch oben den Wasserblock natürlich um 90 Grad drehen, da kann ich nochmal rumdrehen und nochmal rumdrehen, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich habe immer die gleiche Kühlperformance. Die habe ich aber spätestens dann nicht, wenn ich jetzt so eine kleine All-in-One-Kompaktwasserkühlung habe, die ich hier drauf setze. Schaut euch das mal an. Ich habe hier zwei Beispiele, einmal für vertikal, dann habe ich so um 90 Grad gedreht. Da guckt von diesem Ryzen-Chiplet immer ein bisschen was raus. Und wenn wir überlegen, wo die Hotspots waren, dann ist das nicht mehr optimal. Und wir sehen schon, je nachdem, wie rum ich es drehe, dass ein großer Teil des Chiplets nicht mehr aktiv gekühlt wird. Und da muss man immer noch unterscheiden, welcher Teil des Chiplets und welchen Bereich ich jetzt quasi in den toten Bereich schiebe. Ist es ein Bereich, wo keine Mikrokanäle mehr sind, aber noch sich Wasser befindet, oder ist es generell nur das Kupfer? Oder aber habe ich sogar das Problem, gerät jetzt so ein Chiplet unter diesem Bereich mit diesem Blättchen? Weil dann wird dann an dieser Stelle eigentlich fast gar nichts mehr gekühlt, weil da kommt ja nichts mehr hin, dann ist dann auch kein Wasser mehr. Ja, und dann, ja, dann war es das. Und dann merkt man dann schon, dann drehe ich das Ganze mal um 90 Grad und plups, ist ein bisschen ein anderer Bereich vom Chiplet wieder aktiv da unter Wasser quasi. Ja, dann kühlt das plötzlich ein ganzes Stückchen besser. Dann habe ich mir das natürlich nicht alles nur ausgedacht. Ich habe also vorher, bevor ich dieses Video gemacht habe, mit einigen Herstellern telefoniert. Eben unter anderem auch mit AlphaCool. Und deswegen habe ich jetzt hier diese ganzen Teile rumliegen. Es ist also nicht, ich muss jetzt hier oben kein P reinmachen, wie unterstützt durch Produktplatzierung. Aber mein Dank geht jetzt mal an die Entwickler da bei AlphaCool, die mir diesen ganzen Krempel da geschickt haben. Weil im Prinzip, wo soll ich jetzt mal zum Bohren und Basteln und Schmieren und Kleben 10 Plättchen hernehmen oder genügend Wasserblöcke? Weil im Endeffekt, wenn man das öfters macht, muss man auch ab und zu mal eine neue Kultplatte nehmen. Und da habe ich dann auch einen ganzen Sack davon hier rumliegen gehabt, weil auch diese Platte sich natürlich mit der Zeit, wenn man ständig das Ganze auseinanderschraubt, wieder zusammen macht, ein bisschen verzieht, damit ich wirklich ordentliche Ergebnisse habe, habe ich jedes Mal für die erste Messung eine nagelneue Platte genommen. Ich habe also insgesamt 5 Kühler aufgebraucht. Aber das Ergebnis ist zumindest belastbar und ich habe jedes Mal mit einer neuen Platte anfangen können. Also liebe Freunde von AlphaCool, danke, auch wenn es vielleicht bei der All-in-One nicht ganz euren Geschmack trifft. Erinnert euch an eure RMA, ihr habt ja auch da so Anrufe bekommen, wo sich die Leute beschwert haben, ja, in diesem Winkel klappt das nicht, in diesem Winkel klappt das. Genau deswegen haben wir ja auch die All-in-One untersucht, die zum Beispiel so eine Eisbär, die tut's. Man sollte sie bloß in der richtigen Richtung einbauen und genau dafür habt ihr jetzt die Information, ja, auch vielleicht für einen Shop, wo muss ich jetzt oder wie muss ich jetzt diese All-in-One am besten auf so einem Ryzen positionieren, damit die Kühlperformance da nicht einbricht. So, das zum Thema All-in-One. Und das kann durchaus 4 Kelvin oder meinetwegen 5 für die anderen also Grad ausmachen. Ja, plus diese kleinen hier, die vom Nasenbär, noch die 2-3 Kelvin, die ich da vielleicht gewinne, dann bin ich genau wieder bei dieser Differenz von den 6 Grad Kelvin, über die wir im ersten Video schon gesprochen haben. Und das Fazit heute ist eigentlich folgendes. Wenn wir noch mal ein bisschen das ganze Revue passieren lassen, wenn ich einen, ich sage jetzt mal, ordentlichen Wasserblock habe, egal wie der jetzt aussieht, er muss nur groß genug sein, wo ich davon ausgehen kann, dass die aktiv gekühlten Bereiche mit diesen Mikrokanälen genau über dem Bereich liegen, den ich auch kühlen muss. Also nicht bloß so ein Stückchen, sondern komplett drüber liegen. Und mein Durchfluss jetzt nicht zu gering ist, weil ich denke, ich muss jetzt unbedingt das absolute Silent-System produzieren, dann klappt das mit jedem handelsüblichen, ordentlichen Wasserblock, den es schon gibt. Man wird also für Ryzen nichts speziell Neues produzieren müssen. Es sei denn, man hat im Portfolio zu kleine Kühler. Da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Wasserblock, der auf einem Sockel 2066, also dem größeren Intel, dem Enthusiastenbereich, ordentlich performt, natürlich aus dem Ryzen genau das Gleiche macht. Ob man dann hier noch mit einem Wasserplättchen vielleicht den Druck ein bisschen erhöht oder rausnimmt, das muss jeder Hersteller für sich selbst entscheiden. Und das hängt ja auch ein bisschen von den Kanälen ab, wie tief die sind, wie groß die Abstände sind. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber ich gehe mal davon aus, man wird nichts
explizit Neues konstruieren müssen. Bei den All-in-One-Wasserplöcken hingegen wird man sich durchaus als Hersteller überlegen müssen, ob man nicht unten diese Coldplate einfach ein bisschen größer macht oder zumindest den Bereich, wo die Mikrokanäle sind, damit einfach ein größerer Bereich auch vom Wasser durchspült werden kann. Und man sollte auf der Homepage und im Handbuch natürlich auch unbedingt vermerken, wenn es denn Unterschiede gibt, in welcher Richtung man dann bitte schön diesen Kompaktwasserkühler aufzusetzen und einzubauen hat. Weil diese Unterschiede sind durchaus messbar. Ja, und das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit 86 Grad durch die Gegend renne oder mit über 90 und dann vielleicht meine CPU schon anfängt zu srotteln. Wo sie denn hätte einfach weiterarbeiten können, wenn ich das Ding einfach um 90 Grad gedreht eingebaut hätte. So, das war es im Prinzip für heute. Und ich trinke jetzt in aller Seelenruhe meinen Kaffee aus. Ich habe jetzt genug genabert. Die Nacht war wirklich zu lang. Mein kleinen Freund Salvatore, da sagt euch auch noch Tschüss und Winke, Winke in dem Sinne. Macht euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Tschüss.